Hallo, meine lieben Fitnessfreunde, hier ist euer Fitnessbro am Start mit einem kleinen Booster am Morgen. Kaffee. Not sponsored. Nein, okay, jetzt zu Sophia Thiel, dem Hauptthema. Ich habe gedacht, ich sage auch noch schnell meine Meinung und die ist relativ kurz. Das hat mich nicht erstaunt, dass sie dann irgendwann einmal so eine eher feste Phase wieder hat. Das ist einfach. Sie hat sich innerhalb von kürzester Zeit hat sie abgenommen, getrainiert und Muskeln aufgebaut. Und all das braucht so viel Willenskraft, das zusammenzuhalten, dass es irgendwann einmal explodiert, beziehungsweise dass man dann irgendwann zusammenbricht. Insbesondere wenn man wie sie in einer öffentlichen Drucksituation ist und dem nicht gewachsen ist. Dann passiert das. Das ist auch das, was ich immer sage. Ich sage immer, ihr müsst das jetzt langfristig angehen, oder? Weil das habe ich auch gemacht, wie Sophia Thiel, schnell abgenommen, krass ausgesehen, tag, boom, zack. Und dann irgendwann ist die Situation gekommen, wo ich viel arbeiten musste und dann bang, oder? Bin ich aufgegangen, habe eben nicht mehr trainiert, etc. Boom. Meine Willenskraft hat nachgelassen. Oder ich musste meine Willenskraft auf anderes fokussieren. Das ist ganz normal. Das ist bei extremen Sachen so. Darum habe ich mein Essen, wenn ihr jetzt meine Food Picks verfolgt, habe ich ja auch nicht extrem umgestellt, sondern ich gönne mir auch ab und zu ein Bier, ich gönne mir ab und zu ein bisschen Schokolade, einfach in kleinem Maße. Denn der Verzicht, wenn du dir immer der Verzicht einredest, ist psychologisch scheiße, weil irgendwann sagt es hier oben, jetzt will ich aber, und wenn ich jetzt nicht bekomme und wenn ich jetzt nicht gleich die ganze Packung leer fresse, dann fühle ich mich nicht gut und dann bekommst du richtige Attacken auf das Zeug und das ist eben schlecht. Du musst das verkleinern, damit du immer noch den Gu hast, gesehen hast, ah, ich habe jetzt ganz glücklich, aber nicht zu viel. Und das ist die ganze Konsequenz, nicht vom einen Extrem ins andere, sondern ein langsamer Prozess, stellt langsam um. Das ist mein Tipp, auch aus eigener Erfahrung, denn sonst helft ihr es nicht. Ciao, ciao.